Heute machen wir leckere Burger. Und bevor wir das gemacht haben, war ich natürlich schon beim Fleischer und habe ihm gesagt, was ich möchte. Wichtig ist natürlich, achtet ein bisschen drauf, dass ihr einen gewissen Fettanteil im Fleisch habt. Oder probiert doch einfach mal aus, sagt eurem Fleischer, nehmt mal zwei Ribeyes und wolft die. Der wird euch zwar richtig komisch angucken, aber ich verspreche euch, das wird richtig lecker. Als erstes natürlich ganz wichtig, so ein bisschen die Patties vorbereiten. Das heißt, damit ihr so wisst, okay, wie viel kriege ich denn aus so einem Kilo raus? Und wenn ihr den Burgerrost habt, habt ihr natürlich auch direkt zum Patty-Formen einen Ring dabei. Damit geht's kinderleicht. Achtet bitte darauf, dass eure Patties wesentlich größer als die Brioche-Brötchen sind, weil die schrumpfen natürlich ein bisschen. Und Salz und Pfeffer und ein bisschen Olivenöl geben wir jetzt gleich oben drauf. Von der ersten Seite habe ich jetzt Salz, Pfeffer und Olivenöl drauf. Jetzt drehe ich meine Patties und fange von vorne wieder an. Ein bisschen Öl, ein bisschen Salz und Pfeffer. Leicht einreiben. Die Patties sind vorbereitet, deshalb können wir die jetzt zur Seite stellen und dann starten wir noch mal den Liefer. Als nächstes schneide ich Zwiebeln und Gewürzgurken. Die Gewürzgurken habe ich natürlich selber eingelegt und die Zwiebeln, die schneide ich jetzt in feine Streifen. So, die Zwiebeln, da kommt jetzt ein bisschen Essig dazu, Salz und Zucker. Und das Ganze lasse ich jetzt so circa 10 Minuten ziehen, schneide in der Zwischenzeit meine Gurken. Und das Tolle ist, durch den Essig bricht im Grunde so die Zwiebel auf, der Geschmack dringt ein, der Zucker kann richtig einziehen. Das gibt dann auch so ein bisschen Marinade unten, die wir später noch brauchen werden. Ja, und die Zwiebel wird so richtig rot, das sieht man ganz schön. Die Gurken habe ich jetzt in Essig, Senf und Chili, sieht man hier unten auch ganz schön, eingelegt. Bisschen Zucker, bisschen Salz, bisschen Pfeffer. Wichtig ist nur, für eine gewisse Zeit, sag mal so 2-3 Wochen sollte es schon sein, damit der Geschmack wirklich in die Gurke einziehen kann. Als Tipp, ruhig leicht einstechen, dann geht das Ganze schneller. Also, das gebe ich jetzt hier dazu und lasse das Ganze stehen. Die Zwiebeln und die Gurken sind mariniert. Als nächstes natürlich die Soße für den Salat. Dafür brauchen wir Mayonnaise, Ketchup, ein bisschen Tabasco, damit auch ein bisschen Feuer in die Soße kommt, Worcester und einen guten Whisky. Das gibt dem Ganzen so einen leicht traurigen Geschmack. Schmeckt jetzt schon. Und jetzt kommt da der Salat rein. Äußeren Blätter wegnehmen, zur Seite legen und jetzt wirklich locker, einfach Streifen schneiden. Wichtig, nicht zu fein, weil sonst schmeckt eigentlich das Ganze nur noch matschig. Also der Salat soll ja noch so ein bisschen knackig sein mit der Soße. Das heißt, richtig schön schlotzig. Genau so. Und das geben wir jetzt hier rein und marinieren unseren Salat. Ich mariniere natürlich den Salat vorher, damit das Dressing so richtig schön in den Salat einziehen kann. Lecker, schmeckt jetzt schon. Zwiebeln, Gurken, Salat sind vorbereitet. Als nächstes kommt natürlich der Speck dran. Den könnt ihr natürlich genauso im Beefer Cross bekommen. Da ich aber jetzt die Patties hier reingebe, gehe ich mit den Speckscheiben einfach auf den Grill. Das ist nicht irgendeiner, das ist ein Pancetta. Ich habe jetzt meinen Pancetta hier drauf und lasse ihn langsam auslaufen. Das heißt, das Fett soll richtig rauskommen. Pancetta kommt aus Italien und ist vom Schwein. Und wichtig, der wird vorher gesalzen. Das Tolle ist, ihr seht hier richtig, wie das Fett rauskommt. Da geben wir nachher die Buns drauf. Das heißt, die Brioche-Brötchen schneiden wir in der Mitte auf und legen die noch mal ganz kurz drauf, dass sie sich aufsaugen. Ja? Ihr könnt das natürlich auch im Beefer machen. Dafür nehmt ihr dann einfach das untere Blech und lasst da den Bacon kurz drauf liegen und setzt da dann die Buns drauf. So, ganz wichtig natürlich, den Patty jetzt hier mittig drauflegen. So, jetzt geht mein erster Patty in den Beefer und da lasse ich ihn richtig schön karamellisieren. Achte darauf natürlich, so circa nach einer Minute zu schauen, damit euer Patty nicht verbrennt. Bei 800 Grad sind richtig viel Hitze. Seht mal,
für eine tolle Kruste. Ja, das brutzelt so richtig vor sich hin. Bevor wir das Patty natürlich drehen, kommt ein bisschen Senf drauf. Das gibt dem Ganzen so eine leicht würzige Note. Schmeckt jetzt schon. Das Wichtige ist natürlich, ihr könnt auch zwischendurch ab und zu mal schauen, mit einem kleinen Messer von der Seite oder der Patty einschneiden, wie weit das Ganze schon ist. Das heißt, ob es schon Medium oder noch Medium Rare ist, weil jeder mag ja sein Patty anders. Also nur ein Tipp von mir, einfach leicht an der Seite einschneiden und schauen. Das Tolle ist natürlich beim Burgerrost, das überschüssige Fett läuft weg und vor allem der Patty wird perfekt gehalten. Und das ist natürlich ein Traum. Ja? Noch leicht Medium innen drin, schön saftig, sieht hier richtig, wie der Saft rausläuft. Toll, da kriegt man richtig Hunger auf Burger. Das Patty ist perfekt, aber damit wir dem Ganzen noch einen richtig schönen Schmelz geben, kommt jetzt oben drauf noch ein Käse. Da habe ich so einen Bergkäse vorbereitet. Schale ab. Und das gebe ich jetzt wieder in den Beefer zurück, aber nicht ganz oben drauf, damit er nicht gleich verbrennt, sondern jetzt langsam schmilzt. Jetzt habe ich hier natürlich die roten Brioche-Brötchen schon halbiert. Als Tipp für euch zu Hause, wenn ihr einen Beefer habt, ist natürlich ein super Trick, die einfach halbiert mit der Öffnung oben unten reinzulegen und obendrauf euren Patty zu grillen. Ja, das heißt, der Saft, der da runter tropft, geht direkt ins Brötchen. Mega lecker. Ja, was wir jetzt hier machen ist, wir saugen jetzt quasi den Saft vom Bacon auf. Der ist ja genauso lecker und natürlich kriege ich einfach jetzt hier gerade mal ganz schnell, viel schneller welche hin. So, jetzt checke ich natürlich nochmal, ob mein Salat, ob meine Zwiebeln perfekt sind. Ja, und ihr seht ja, wie viel Saft hier rauskommt. Und davon gebe ich jetzt noch ein bisschen was in den Salat rein. Dann kriegt ihr noch so ein bisschen Würze. Das heißt, ich brauche hier jetzt keine Zitrone nehmen, sondern nehme wirklich den Essig und den Geschmack von der Zwiebel direkt mit. So, und dann können wir eigentlich anrichten. Ja, und hier sieht man es ganz schön, wie der Bun das Fett aufgesaugt hat. Ja, darauf gebe ich jetzt meinen Salat. Nicht sparen, ruhig ein bisschen mehr, weil das soll ja so richtig schön, wenn man reinbeißt, aus dem Mund laufen. Meine Zwiebeln und meine Gewürzgurken. Der krosse Bacon. Oh, der ist schon richtig schön tropfig, ja. Richtig schön karamellisiert. Und als allerletztes ein paar frische Tomaten. Ein bisschen Salz. Pfeffer. Und Deckel drauf. Und das Tolle ist, jetzt machen wir die Geschmacksprobe. Mm. Seht ihr, wie das tropft, wie das sifft? Das ist Burger, das ist Liebe. Und das liebe ich natürlich, wenn ich koche. Einfach das Produkt spüren.